Hallo, wer bist du, was machst du? Georg von Waldenfels und ich bin Geschäftsführer der LB Lab GmbH in Hamburg. LB Lab GmbH, was macht die LB Lab GmbH? Die LB Lab GmbH hat zwei wesentliche Bereiche. Der eine Bereich entwickelt Applikationen, derzeit für iPhone und das iPad. Und der andere Bereich entwickelt unsere Plattform Loxikon. Bevor wir in Loxikon mal tiefer einsteigen, weswegen wir eigentlich heute hier sitzen, wie ist denn deine Einschätzung zum iPad? Ja, das wird das bahnbrechende Medium der nächsten zwei Jahre, beziehungsweise eigentlich alle Tablet-Arten, die in den nächsten Monaten rauskommen. Warum? Das ist einfach eine andere Art, um zukünftig Entertainment zu genießen. Medien haben die Möglichkeit, ihre Inhalte dort besser darzustellen als bis dahin auch auf einem iPhone meines Erachtens. Und alles, was im Bereich Bewegtbild ist, ist so ein iPad wie geschaffen. Um Entertainment geht es ja bei Loxikon auch so ein bisschen. Ich habe gerade schon in mühevoller Kleinarbeit Loxikon aus Locations und Lexikon rückgeleitet. Genau. Erklär doch mal in einem Satz, was macht Loxikon? Loxikon wird derzeit zur größten Datenbank für Locations und Events aufgebaut. Das ist im Grunde genommen die Kernaussage. Wir aggregieren aus verschiedenen Quellen Orte und Events. Und der User kann sich dann selber zusammenstellen, welcher Quelle er glaubt und sich die zukünftig abspeichern. Wie darf man sich das in der Praxis denn vorstellen? Beschreibt doch mal so einen Use Case. Wie nutzt man Loxikon? Ich komme auf eure Seite und dann? Dann suche ich entweder nach Clubs oder nach Hotels, nach Restaurants etc. Wir aggregieren quasi aus verschiedenen Quellen den Content, so dass wir eigentlich eine zentrale, sagen wir mal, LBS-Plattform werden, wo der User sich dann auf einer Plattform entscheiden kann, welche Quelle er zukünftig angezeigt werden wird. Und das liegt frei dem User. Vielleicht für alle, die nicht so tief drin sind, wie wir jetzt in der Materie LBS, meinst du Location-Based Service, ja. Based Services, das heißt, da höre ich so ein bisschen raus, es geht bei euch auch sehr in Richtung Mobile in Zukunft. Genau, Loxikon ist ein Online- und Mobile-Dienst, das heißt also alles, was ich mir online zusammengestellt habe, kann ich natürlich auch mobile nutzen. Derzeit haben wir eine iPhone-Applikation, werden aber ganz zeitnah auch eine Android-Lösung bringen. Und weil wir der Meinung sind, dass das Nutzungsverhalten online genau dasselbe sein muss eigentlich wie mobile. Wer hilft euch denn finanziell, das auszuweiten? Also wie ist so eure Investorenstruktur gestrickt? Wir haben zwei große Investoren. Der eine ist Ares Capital und der andere Investor ist Joachim Schoss, der Gründer der Scout-Gruppe und auch ein wichtiger Mentor für uns. Inwiefern? Einfach, wie baut man eine Internetplattform auf? Welche Strukturen sind wichtig? Welche Entscheidungen sind wichtig zu treffen? Und mit welchen Partnern muss man zukünftig sprechen? Ich meine, es geht ja bei euch sicherlich auch in so eine Richtung Marktplatz auf eine Art. Da ist ja wahrscheinlich der Scout-Gründer gar nicht mal so schlecht. Was ist denn so dein Background eigentlich? Was hast du denn vorher gemacht, bevor du Loxikon an den Start brachtest? Ich habe tatsächlich davor für Apple gearbeitet und habe da in Grunde genommen den gesamten Spirit auch kennengelernt, wie wichtig es ist, so ein Ökosystem zu entwickeln. Das Nutzungsverhalten online wie mobile, Content-Distribution. Und für uns ist auch bei Loxikon einfach wichtig, dass der User selber aufgefordert wird, eigenen Content im Moment zu aggregieren. Das heißt, eigene Orte anzulegen, eigene Events anzulegen und es mit anderen zu teilen. Gut, dann gib uns doch mal so zum Abschluss ein bisschen deine persönliche Roadmap. Wo wollt ihr denn Ende 2010 stehen mit Loxikon? Wir werden in den nächsten Monaten einen Marktplatz integrieren. Das heißt, Content-Partner haben die Möglichkeit, gewisse Anzahl an Informationen zu Alben zusammenzufassen und die über diese Plattform zu verkaufen. Das ist eine der wesentlichen Features. Ein, zwei weitere, um nicht zu viel zu verraten, ist sicher die gesamte Thematik des Check-ins. Wird bei uns auch eine Rolle spielen, allerdings ist das für uns eigentlich nur ein Feature. Da wir eine so hohe Anzahl an Orten derzeit haben und ca. 50.000 Events im Monat, bietet sich diese Check-in-Funktion auf jeden Fall bei uns an. Ein weiterer wichtiges Feature wird auch Mobile Couponing sein. Verstehe. Gut, dann muss ich doch nochmal eine kleine Nachfrage schicken. Monetarisierung ist ja immer so eine Herausforderung. Wird das stark in diese Richtung Mobile Couponing und sowas gehen oder was ist da so euer Plan? Momentan ist eine der wesentlichen Revenue Streams Werbung. Ein weiterer Revenue Stream wird das ganze Thema
den ganzen Thema Marktplatz betreffen. Das heißt also, von den verkauften Informationen wird sicher Loxikon einen Share haben. Und im Bereich Mobile Couponing wird es ähnliche Lösungen geben. Ja. Verstehe. Na dann dafür viel Glück, dass euch das gelingt und danke für das nette Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.